Im Leben vieler Betroffener von Narzissmus kommt der eine Moment, in dem man erkennt, in welchem System man lebt oder gelebt hat, in welchem System man groß geworden ist, wie vielleicht die Kindheit ausgesehen hat, dass etwas nicht in Ordnung war. Und plötzlich ist es wie wenn jemand den Schleier wegzieht und man sich dieser Situation, dieses Lebens, dieses Systems bewusst wird. Und hier beginnt etwas, das nenne ich den Heilungsprozess, der genau mit diesem ersten Schritt sozusagen eingeläutet wird, weil hier dieses Erkennen ist, es lief etwas komplett schief und jetzt bekommt dieses ganze Schieflaufen einen Namen und hier dieser narzisstische Missbrauch, den derjenige erlebt hat. Ich weiß, Missbrauch hört sich so schlimm an und Missbrauch ist etwas, das eher vorbehalten wird für körperlichen Missbrauch, sexuellen Missbrauch. Doch dieser emotionale Missbrauch hat in dem Gehirn und hat im Nervensystem die gleichen Reaktionen, wie wenn jemand körperlich angegangen wird. Das heißt, der Körper, unser Geist kann nicht unterscheiden, ob es sich um emotionalen Missbrauch handelt oder körperlichen Missbrauch. Es sind die gleichen Symptome, die daraus folgen. Ein interessanter Fakt. Doch wie kann ich heilen? Und das soll es in diesem Video gehen. Fünf Phasen der Heilung und wie es dir gelingen kann, aus diesem System für dich etwas Neues zu finden und zu dir selber zurückzukommen, einen Selbstwert zu bekommen, der dir durch dieses System sukzessive zerstört wurde. Mein Name ist Hubert Hafner. Ich bin Selbstwert-Burnout-Coach. Autor mehrerer Bücher und zu diesem interessanten Thema möchte ich dir drei Bücher zeigen. Erst einmal Hinterm Vorhang, hier geht es darum, Narzissmus zu verstehen. Das zweite Buch ist Selbstwert ist kein Gefühl, das heißt, einen Selbstwert neu verstehen zu dürfen, ihn neu aufbauen zu können. Und daraus folgt dann die Selbstliebe, die nicht egoistisch ist, sondern die sich genau darauf bezieht, das, was in dir ist, diesen Selbstwert beginnen zu lieben und zu verstehen. Wenn dir die Videos gefallen, darfst du gerne den Daumen nach oben geben, du darfst gerne abonnieren den Kanal, das Glöckchen drücken, kommentieren, ganz wichtig. Und wenn du ein Gespräch möchtest, darfst du dich unten, ich habe meine Internetadresse verlinkt, deb-institut.de, dich dort einloggen und mir eine E-Mail schreiben, dann werde ich mich zeitnah mit dir in Verbindung setzen. Doch nun schauen wir uns die fünf Phasen an, die zu deiner Heilung führen können. Heilung ist etwas Wichtiges, weil hier Verletzungen da sind. Und wenn jemand verletzt ist, dann bedarf es eines Prozesses, des Heilungsprozesses. Wenn wir eine Wunde haben, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten der Heilung. Und oft reicht es, ein Pflaster darüber zu kleben und es heilt dann von selbst. Aber bei diesen seelischen Wunden, die geschlagen wurden, die von Kindheit an in einem Kind gelegt wurden, seine Persönlichkeit verändert wurde, all diese Dinge sitzen so tief, dass es demjenigen lange nicht bewusst ist, dass er hier in einer missbräuchlichen Situation war, weil er keine andere kennt. Er kennt ja nur das und denkt, es ist normal, dass er für andere da sein muss, dass er die Verantwortung für die Eltern übernimmt, dass er die Stimmung lesen muss, dass er sich für die Harmonie zuständig fühlt, für das, dass alles in Ordnung ist und dass er letztendlich immer die Schuld auf sich nimmt. Und jetzt passiert es, dass er dieses System erkennt und hier ist der erste Schritt in diesem Heilungsprozess, das Problem der Verstrickung anzunehmen und zuzulassen. Das heißt hier, man nennt es auch die radikale Akzeptanz dessen, was da ist. Es geht hier nicht um Schuldzuweisung, das ist ganz wichtig, Schuld löst das Problem nicht, sondern es lenkt eher ab. Sondern hier erst einmal zu schauen, dieses System anzuschauen, ohne Wertung anzuschauen, ja, hier lief etwas schief. Und hier sind Verstrickungen, das heißt, ich durfte mich nicht entwickeln, wie ich wollte, sondern ich war immer
in der Abhängigkeit von jemandem, der in mein Leben eingegriffen hat, der es auch über Stimmungen kontrolliert hat, der mich am langen Band geführt hat. Das zu verstehen, diese Verstrickungen, und das ist deine Verstrickung und es ist nicht die Verstrickung von anderen. Es geht um dich und es ist etwas zu lernen. Du darfst jetzt mal auf dich schauen, was du ja bisher fast nicht konntest, weil du dich verantwortlich für alle gefühlt hast. Das heißt, hier einmal zurückzutreten und zu schauen, was ist in deinem Leben passiert, wie sah die Verstrickung aus. Das nächste ist, wenn das Ganze dann da ist, wenn du die Verstrickung spürst, wenn du spürst, dass etwas so schief lief, dass du in deinem Selbstwert nie gefordert wurdest, dein Selbstvertrauen eher klein gemacht wurde, du klein gehalten wurdest. Der zweite Schritt ist, Wut zu spüren. Und hier diese Wut auch mal zuzulassen, das können wir ja fast nicht, weil wir ja eigene Gefühle immer als gefährlich, als unerwünscht vermittelt bekommen haben, verstehen wir nicht, dass wir Wut spüren dürfen. Ja, wir dürfen sie spüren. Wut ist etwas Wichtiges in diesem Heilungsprozess, wütend zu sein, zu sehen, hier lief was schief, es war etwas in meiner Kindheit, es war etwas in meiner Erziehung, es ist etwas mit mir passiert, das nicht in Ordnung war, hier diese Wut zu spüren, aber nicht bei der Wut zu bleiben, sondern über die Wut hinauszugehen. Bleibe ich in der Phase der Wut stecken, schade ich mir letztendlich selbst. Denn Wut ist etwas zeitlich Begrenztes, wütend zu sein. Wenn sich das aber in mir verfestigt und ich jetzt die Wut auf den anderen nicht loslassen kann, nicht darüber hinausgehe, dann bleibe ich in der Schuldfrage stecken und dann ist ja der andere schuld, ich bin wütend auf den anderen und mein ganzer Prozess, den ich ja eigentlich für mich machen darf, den unterbreche ich, indem ich sofort wieder ins Außen gehe und statt jetzt zu funktionieren, halt wütend bin, aber immer in Bezug auf den anderen. Und eigentlich sollte ich ja genau aus dieser Beziehung heraus und jetzt zu mir kommen, das heißt diese Wut hinter mir zu lassen und die weiteren Schritte zu gehen. Das heißt, wer in der Wut stecken bleibt, der bleibt letztendlich in der Beziehung stecken, jetzt zwar auf einer anderen Art, aber er steckt immer noch mit seiner Wut in der Beziehung fest, weil er ja immer noch an den anderen gebunden ist und nicht zu sich selber findet. Der dritte Punkt ist etwas, das der Wut folgt und das ist Trauer. Trauer über das, was ich nicht bekommen habe. Das heißt, die Wut ist das, was ich bekommen habe, wie es mir ging, und die Trauer ist das, was ich nicht bekommen habe, was ich gern gehabt hätte, was man als Kind sich wünscht, von den Eltern anerkannt zu sein, gefördert zu werden, ernst genommen zu werden, dass die Eltern da sind, dass sie einen unterstützen, dass sie einem helfen, dass sie einen emotional stark machen. Das heißt, all das, was ich nicht bekommen habe, das ist die Trauer. Und auch hier ist die Trauer wichtig zuzulassen, was wäre gewesen, wenn, aber auch hier nicht stehen zu bleiben. Auch Trauer, wenn ich stehen bleibe, bleibe ich letztendlich wieder in der Verantwortung des anderen stehen. Er hat mir das ja nicht gegeben und ich bin jetzt der Arme. Ja, das stimmt, aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Und hier kommen wir zum vierten Punkt. Die Verantwortung A loszulassen und gleichzeitig zu übernehmen. Die Verantwortung für den anderen loszulassen, die Verantwortung, dass ich verantwortlich bin für die Stimmung des anderen, dass ich in der Verantwortung bin, dass es dem anderen gut geht, dass der andere mich ausnützen darf, dass er mich misshandeln darf, missbrauchen darf, klein machen darf. All diese Dinge, die Verantwortung dort zu lassen, wo sie hingehört, bei ihm. Und gleichzeitig die Verantwortung für mich zu übernehmen. Ein wichtiger Schritt, die Verantwortung jetzt aufzuteilen. Verantwortung, wo sie hingehört, nämlich zu mir, zu übernehmen. Und Verantwortung zu lassen, wo sie nicht mir gehört. Und bisher war das ja verdreht. Ich habe mich vernachlässigt und den anderen die Verantwortung abgenommen. Und hier zu sehen, ich bin nicht verantwortlich und es ist nicht meine Schuld, dass es so passiert ist. Ich bin nicht verantwortlich, dass ich so behandelt wurde, sondern die Verantwortung ist beim anderen. Aber ich habe die Chance, die Verantwortung jetzt für mich zu übernehmen.
Und hier folgt der fünfte Punkt, nämlich die aktive Rolle jetzt einzunehmen, aktiv zu werden, und zwar für mich. Aktiv zu werden, indem ich vielleicht zuerst einmal in eine Distanz gehe, in einen No-Contact gehe, dass ich vielleicht die Grey-Rock-Methode anwende. Das heißt, dass ich mir keine Emotionen mehr mit dem anderen zulasse, dass er mich dort angreifen kann, dass er mich packen kann. Dass ich vielleicht Hilfe suche von außen, dass ich mich mit dem Thema aktiv beschäftige, mich mit dem Selbstwert beschäftige. Das heißt, sich hier aktiv für sich einzusetzen, wieder neu eine Beziehung zu sich aufzubauen, unabhängig von dem, was der andere denkt. Das heißt, hier diese ganzen fünf Phasen durchzugehen, um in der aktiven Rolle jetzt für sich den Selbstwert neu aufzubauen. Das war für mich einer der entscheidenden Punkte, meinen Selbstwert neu definieren zu dürfen, zu verstehen, dass hier genau das Problem lag. Und ich habe verstanden, und wenn ich in den Coachings bin, dass es genau um das geht, an was ist mein Selbstwert festgemacht? Und hier eine neue Basis finden zu dürfen, war für mich Geschenk. Aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen, und diese kann unterschiedlich aussehen. Aber diese fünf Phasen der Heilung geschehen am Anfang in dir. Das heißt, beginne es in dir und nicht gleich nach außen, nicht gleich mit Konsequenzen nach außen, wenn du noch nicht bereit bist, von innen her gestärkt, weil du dann in der Gefahr stehst, dass du wieder kippst und dass dann sofort das, was nach außen ist, sich gegen dich wendet und du dadurch statt positiv beeinflusst und positiv deinen Weg gehst, wieder zurückgezogen wirst und dann kommen die gleichen Systeme wieder zum Tragen. Das System zu verstehen, zu akzeptieren, was passiert ist und daraus dann die anderen Dinge zuzulassen, aber nicht dran hängen zu bleiben, sondern dann in die aktive Rolle und in die Verantwortung für dich selbst zu kommen. Das ist der Weg der Heilung, den ich einschlagen durfte, den ich gerne weitergebe und auch gerne im Coaching mit dir in deiner persönlichen Situation durchspreche. Hat dir das Video gefallen? Wie gesagt, Daumen hoch. Ich wünsche dir auf deinem Weg in deine Freiheit zu dir selbst natürlich viel Kraft, Verständnis und liebevollen Umgang mit dir selbst und sende dir wie immer ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.